Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Schauen wir mal, was draußen so los ist. Jody kommt uns besuchen. Schnauf, hi Thomas. Puh, den ganzen Weg hier hochzulaufen spart mir den Besuch im Fitnessstudio. Jedenfalls, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, heute mit uns Abend zu essen. Du musst nicht, aber wenn du dich doch dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen. Genau, einer dieser großen, schleimigen Fische aus dem See. Ich brauche einen für den Eintopf, den ich vorbereiten will. Okay, also beginn es heute bei unserem Haus um 19 Uhr heute Abend und vergiss den Forellenbarsch nicht. Bis dann. Ja, da werden wir sogar zum Abendessen schon eingeladen. Mein Kind, hier ist das Rezept, das ich und mein Papa immer benutzt haben. Lass dir beim Kochen Zeit. Überbackener Blumenkohl von Pam. Vielen Dank. Forellenbarsch. Müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt einen haben hier. Also wir haben viele Fische, aber ich glaube, einen Forellenbarsch haben wir nicht. Ja, war ja wieder klar, dass wir keinen Forellenbarsch haben. Aus dem See, sagt sie. Könnte dann der See vielleicht unten gemeint sein. So, erstmal müssen wir unsere Pflanze wieder gießen hier. Da kommen wir nicht drum rum. Und ja, den letzten nehmen wir hier für unseren Hund. Na komm, lass uns durch. Einfach lange genug gegenlaufen, dann kommt ihr da auch dran vorbei irgendwann. So, einmal auffüllen. Ja, Forellenbarsch. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn wir den nicht unbedingt jetzt haben, heute Abend. Die Einladung gilt erstmal für immer, bis wir halt diesen Forellenbarsch haben und mit dem dort aufkreuzen um 19 Uhr. Da müssen wir uns nicht unter Druck gesetzt fühlen. Aber wenn wir mal ein bisschen Zeit haben und ein bisschen angeln wollen, dann können wir den Forellenbarsch auf jeden Fall mal versuchen zu angeln. Und dann läuft das schon. So, unsere Weinreben. Auch nochmal gießen. Zack, zack. Und die andere Seite wieder. Zack. Zack. Und zack. So, hier haben wir jetzt genau die Einladung. Fischeintopf. Ja, ist doch schön, wenn man hier auch ein gutes Verhältnis zu den Dorfbewohnern hat. So ist das auch ganz nett. Dann wird man auch mal eingeladen und wird sogar bekocht. Was will man mehr? Am besten sind natürlich immer die Pflanzen, so, die man mehrmals ernten kann. Da muss man sich da auch keine Sorgen wieder machen, dass man neue Samen kaufen muss. Sondern hat einmalig die Kosten und kann dann immer wieder ernten. Blöd ist es halt nur, wenn die wirklich mal lange dauern, bis sie wirklich erntereif sind, so wie die Preiselbeeren. Ich glaube, die kann man dann hier im Herbst dreimal ernten vielleicht und dann ist auch schon wieder vorbei. Und bisher haben wir sie zweimal geerntet, meine ich. Da wollen wir hin. So, was haben wir denn hier in der Höhle drin? Gibt es da was Interessantes für uns? Nö, alles leer. Gut, dann melken wir mal die Kühe. Da ist Robin wieder am Start und kümmert sich um das neue Silo. Wir denn hier mittlerweile? 712 von 720. Also allzu viel Gras können wir nicht mehr abbauen, dann sind die Silos wieder voll. Aber das alles ohne jemals überhaupt einmal Gras gekauft zu haben. So muss das.
So, den Honig können wir auch wieder ernten. Und normalerweise würde ich hier die Bäume gerade ganz gerne abholzen, aber ja, da warten wir nochmal mit. Was ist denn das andere Huhn? Da fehlt doch noch eins. Sind nur die drei draußen. Schaut mal hier, haben wir ein paar Eier. Uns fehlt doch ein Huhn. Wo ist denn das vierte? Ist das hier reingelaufen? Nee, kann ja gar nicht. Blind. Hier runtergelaufen kannst du auch nicht sein. Die bleiben normalerweise in diese eingezäunten Gebiete. Komischer, haben wir einen Huhn irgendwie verloren, glaube ich. Ja, guck mal hier. Bisschen Lehm. Ich weiß nicht, dann lass uns die Energie doch nutzen, um so ein bisschen zu angeln hier unten. Vielleicht kriegen wir ja einen Forellenbarsch. Ja, wir müssen uns auch mal eine bessere Angel zulegen. Wird definitiv mal eine Investition sein, die wir tätigen müssen. Ja, geangelt haben wir schon lange nicht mehr. Ich glaube den ganzen Sommer und Herbst über nicht. Bis jetzt. Ja, und außer auf dem Festival, auf dem Herbstfestival. Da wird das aber auch nur gemacht, damit wir da ein paar Marken bekommen. Grüneige. Natürlich finden wir nur wieder Schrott gerade. Wie das immer so ist. Könnte natürlich auch der See oben an der Mine gemeint sein. Aber wir versuchen erstmal hier unser Glück. Scheint aber kein Glück zu bringen. Unsere Energie wird weniger, aber wir fangen nichts. So, eine Julia-Cola. Aha, der erste Fisch, der anbeißt. Von 5 Würfen oder wie oft haben wir jetzt schon rausgeworfen? Ein Schwarzbarsch. Und wieder nur eine grüne Alge. Da beißt noch mal einer an. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Dann ziehen wir mal so einen Forellenbarsch raus. Der bleibt auch ziemlich ruhig auf einem Fleck. Nö, nur wieder ein Schwarzbarsch. Ist ja wieder klar, dass wir hier nicht die Fische bekommen, die wir haben wollen. Ich hoffe, dass wir ja auch am richtigen See sind. Also mit grünen Algen können wir uns schon tot werfen. Ja, wieder nur ein Schwarzbarsch. Mal gucken, ich glaube einmal können wir noch angeln gleich. Und dann war es das erstmal wieder mit der Energie für heute. Jetzt nochmal schnell die Kiste hier. Vielleicht sind da ein paar Köder drin, dann können wir auf dem Weg in die Stadt nochmal unsere Reusen da befüllen. Nö, nur ein bisschen Holz. Natürlich nicht so spannend. So, wir sind langsam erschöpft. Aber einen Fisch kriegen wir wohl noch raus. So,
Oh, bist du wieder ein Schwarzbarsch? Ja, natürlich. So, eine Geode. Die können wir erst morgen aufbrechen. Ich glaube, Clint hat schon zu. Schade, schade. So, wir schauen trotzdem noch mal. Hat Mani noch auf? Nee, natürlich nicht. Aber die können wir vielleicht noch mal beschenken, wenn wir schon mal hier sind. Danke dir, das sieht nett aus. Ich liebe Tiere, Herr Thomas. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Das werden wir. Oh, suchst du nach Tante Mani? Ja, haben wir schon gefunden. Danke. Das hast du für mich besorgt? Dankeschön. Ich mag es, diese Jahreszeit Spaziergänge im Wald zu machen. Die Temperatur ist so angenehm. Okay. So, Lea können wir nochmal beschenken hier. Zack. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Dankeschön. Ich hatte heute einen riesigen Teller voller wilder Pilze und Eier zum Frühstück. Ich bin immer noch satt. Achte gut auf den Boden vor dir und du wirst selbst Pilze finden, da bin ich mir sicher. Ja, das haben wir schon zu Genüge. So, Penny beschenken wir nochmal. Danke, sieht nett aus. Es ist irgendwie peinlich, die einzige Familie in der Stadt zu sein, die im Wohnwagen lebt. Ich wünschte, ich könnte in einem netten Haus leben. Das können wir auch schon hier. Haben wir irgendwas, um ihr was zu schenken? Hier können ihr mal so eine Julia-Cola vielleicht schenken. Vielleicht steht sie da ja drauf. Igitt, du dachtest, ich würde das mögen. Okay. Danke. Meine Oma hat mir immer gesagt, ich soll mehr Zeit mit Lernen verbringen. Vielleicht hat sie recht. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass er das sagt. Das ist großartig, danke. Kleiner Tipp, meine Tante mag Kürbiskuchen. Eine gute Wahl für den ersten Schritt in eine enge Freundschaft. Das mag sie am liebsten. Okay. Da hast du echt was Gutes geleistet, Kindchen. Dankeschön. Es geht auch nichts über einen guten Schluck Selbstgebrautes, um meine alten Knochen zu wärmen. Guten Abend, was kann ich dir bringen? Oh, das ist lieb, dankeschön. Und gutes Wetter für ein Picknick, nicht? Danke. So, wir beschenken wieder alle reichlich. So, Maru geht weg, Penny geht weg. Hier können wir mal kurz sammeln. Ich muss mir heute die Beine etwas vertreten und die frische Luft genießen. Ja, bei ihr wissen wir auch noch nicht genau, was wir ihr schenken können. Ich glaube, sie mochte die Blume aus dem Frühling ganz gerne. Wenn ich mich recht erinnere. Kann mich natürlich auch täuschen. So, Clint müsste uns gleich auch nochmal begegnen. Dem wollen wir dann auch nochmal ein paar Brombeeren geben. Oder ist er schon in der Kneipe? Kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, der ist sogar schon da. Gut, dann gehen wir nochmal in die Kneipe und schenken da nochmal den Leuten was. Hier waren wir schon dran, ne? Jo. Da jetzt auch. Okay. Oh, Clint ist irgendwie traurig. Hallo Thomas, willst du mir nicht etwas Gesellschaft leisten? Ich muss einfach mal loswerden, was mir auf dem Herzen liegt. Ich habe furchtbares Pech mit Frauen, Thomas. Ich bin ein netter Kerl, wenn man mich kennenlernt. Ich schwöre es. Die Mädchen scheinen dich alle zu mögen, Thomas. Hast du irgendwelche Tipps?
Beeindrucke Frauen mit deiner Stärke und deinem Charme. Benimm dich seltsam, um hier Interesse zu wecken. Benimm dich natürlich, sei einfach du selbst. Behandle Frauen genauso wie Männer. Benimm dich natürlich, sei einfach du selbst, ist, glaube ich, das Beste. Aber wenn der Schmied ist, sollte er die Frauen ruhig mit seiner Stärke und seinem Charme begeistern. Okay, ich werde daran denken. Soll das mal versuchen. Hi Clint, mit was kann ich dir heute dienen? Ja. ich meine, ich hätte gerne das Übliche mit extra Käse und viel Soße, bitte. Hi Thomas. Danke Emily, dass du meine Bestellung aufgenommen hast. Emily, ich dachte, ich habe mich gefragt... Ja, Clint? Ach, nichts. Tja, er hat es wieder nicht geschafft, es übers Herz zu bringen. Hi Shane, hier ist dein Getränk. Danke, Emily. Also, wie läuft deine Schicht soweit? Alles in Ordnung, danke der Nachfrage, Shane. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die Hühner? Soll's, mit mir geht es nur noch bergab. Ja, armer Clint. Jetzt steht er hier unten. Danke. Ja, ich bin ein Schmied. Mein Vater war auch ein Schmied. Ja, wir kennen das schon, das Spektakel. So, haben wir irgendwas abzugeben? Nö. Wie sieht es denn mit dem Kalender eigentlich aus? George hat übermorgen Geburtstag und hier haben wir nochmal eine Geisternacht. Ja, lass uns erstmal nach Hause. Ich glaube, wir haben wieder genug erledigt für heute. Energie ist auch fast auf ein Minimum. Hier haben wir nochmal ein bisschen Sirup, was wir farmen können. Ahornsirup. Und hier geben wir die ganzen Sachen mal wieder ab. Zack, zack. Eier bewahren wir erstmal auf, würde ich sagen. Das können wir nochmal reinschmeißen. Und die Fische, ja, bewahren wir auch alle mal auf. Kann ja erstmal nicht schaden. Achso, hier können auch die Algen rein. Das kann hier mit rein. Genauso wie das. Ahornsirup. Und das packen wir hier rein. Gut, Eier haben wir jetzt noch. So, was kostet denn so ein Mayonnaise-Teil hier? So, Holz, Stein, Erdkristall und Kupferbarren. Haben wir Erdkristall überhaupt? Ja, da haben wir ein paar. Nehmen wir mal 4 mit. So, was kostete das noch? Steine, Holz und Kupferbarren. 1, 2, 3, 4. Stein und Holz. Dann machen wir hier mal 4. Das packen wir wieder rein. Und ja, wir haben auch 4 Eier bekommen, aber uns fehlt irgendwie ein Huhn. Ich habe es nicht gefunden vorhin. Eine Kiste wollte ich noch gerne haben. So, dann haben wir nämlich auch in dem Stall dann schon mal eine Kiste. Wir haben viermal die Mayonnaise hier, die Maschinen. Damit können wir dann die Eier verarbeiten, die wir hier so bekommen. Ja, packen wir die auch mal hier runter. Ja, da sind auf jeden Fall alle 4 Hühner wieder da. Weiß ich auch nicht, wo das eine sich rumgetrieben hat. So,
So, da können wir Mayonnaise draus machen. Was kosten denn hier die Käsedinger? Hartholz und auch Kupferbarren. Da war eher das Hartholz, glaube ich, das Problem in der letzten Zeit. Aber da haben wir ja auch ein bisschen was gesammelt. So, wo haben wir es denn? Da. 40 brauchen wir davon, ne? Guck mal, da legen wir. Ne, gar nicht. 30 brauchen wir. Stellen wir davon auch nochmal drei her. Na, was fehlt jetzt? Steine. Wir haben keine Steine mehr. Schade, schade. Na gut, dann müssen erstmal zwei reichen. Die platzieren wir nochmal kurz im Stall, packen dann nochmal ein bisschen Milch rein und dann haben wir auch hier wieder ein bisschen Käse. Steigern natürlich dann auch nochmal unser Volumen an Geld. So, wir werden langsam müde. Reicht dann auch für den heutigen Tag wieder. So, den packen wir hier mit rein. Ich hole noch mal zwei Früchte gerade. Vielleicht noch mal hier Wildpflaumen. Gehen auch immer ganz gut. So, wir haben wieder ein bisschen Hofarbeit geleistet, ein bisschen sammeln. Wir können ja mal gucken, was wir hier bekommen haben. Zweimal Käse alleine schon bringt fast 1000 Gold hier für uns. Und gut, Leute, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und lasst auch mal gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir schauen dann mal in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin.